Das Minsky-Paradoxon zeigt die Unausweichlichkeit des nächsten Krieges an. Norbert Nelson für die Paris-Demokratische Räterepublik und die luxemburgische Schranke der Akkumulationsbewegung zeigt die Tiefe des Krieges an. Letztlich das Ende der kapitalistischen Produktion. Ein Minsky. 1919 bis 1996, Link 1, war ein US-amerikanischer Ökonom und entwickelte als Anhänger von John Maynard Keynes Link 2, die Theorie der finanziellen Instabilität. Im Gegensatz zu den neoliberalen Milton Friedman-Anhängern Link 3, die er immer von einem ungebremsten Wachstum und einer als Regel der Markt ausgehen, entwickelt er die These von einem zyklischen Platzen der Spekulationsblasen. Bei Wikipedia wird Minskys Krisenvorgang erklärt. Link 4. Zitat: In Minskys Krisentheorie betreiben die Investoren zu Beginn eines Zyklus zunächst eine abgesicherte Finanzierung. Die Einnahmen, die den Investitionen folgen, reichen aus, um die Kredite zurückzuzahlen. Erweist sich das Wirtschaftswachstum als stabil, erscheint eine spekulative Finanzierung rentabel. Die Einnahmen reichen jetzt nur aus, um die Zinsen der aufgenommenen Kredite zu bedienen. Die Kredite selbst dagegen werden durch neu aufgenommene Kredite ersetzt. Schließlich gehen die Investoren zu einem Schneeballsystem über. Eine Masche aller Charles Ponzi. Link 5. Nun werden sogar zur Finanzierung der Zinslast Kredite aufgenommen, da die Investoren immer noch darauf vertrauen, dass ganz zum Schluss die Einnahmen aus der Investition ausreichen, um allen aufgenommenen Verpflichtungen genügen zu können. Insgesamt wird die Wirtschaft immer labiler, bis es zu einem Platzen der Spekulationsblase und dem Ausbruch einer Finanzkrise kommt. Zitat Ende. Besonders hat Minsky bei der Finanzkrise 2008 viel Aufmerksamkeit bekommen. Die hat ja eigentlich ihn besonders tragisch bestätigt. Ebenso wird er von der Wachstumsstatistik des Statistischen Bundesamts bestätigt. Wir sehen, dass alle 8 bis 10 Jahren zyklisch das Wachstum des BIP unter die Null fällt. Immer ein kleines Blasenplatzen. 2008 dagegen war der Schrumpfungsprozess besonders dramatisch. Bei dem jetzt kommenden Crash wird er nur noch dramatischer. Warum dies so ist, erklärt uns Rosa Luxemburg mit ihrer Schranke der Akkumulationsbewegungsthese. Zitat: Der Akkumulationsprozess hat die Bestrebung, überall anstelle der Naturalwirtschaft, anstelle der einfachen Warenwirtschaft, die kapitalistische Wirtschaft zu setzen, die Kapitalproduktion als die einzige und ausschließliche Produktionsweise in sämtlichen Ländern und Zweigen zur absoluten Herrschaft zu bringen. Hier beginnt aber die Sackgasse. Das Endresultat einmal erreicht, was jedoch nur theoretische Konstruktion bleibt, wird die Akkumulation
zur Unmöglichkeit. Die Realisierung und Kapitalisierung des Mehrwerts verwandelt sich in eine unlösbare Aufgabe. In dem Moment, wo das Marx'sche Schema der erweiterten Reproduktion der Wirklichkeit entspricht, zeigt es den Ausgang, die historische Schranke der Akkumulationsbewegung an, also das Ende der kapitalistischen Produktion. Zitat Ende. Aus Rosa Luxemburg, die Akkumulation des Kapitals, 29. Kapitel, der Kampf gegen die Bauernwirtschaft. Link 6. Also dann beginne der Endprozess der Akkumulation, wenn die Kapitalisierung global erreicht ist. Also jetzt. Dann werden alle 10 Jahre aus den kleinen Blasen platzen, alle 10 Jahre immer größere Blasen platzen. Was sie mit dem Marx'schen Schema der erweiterten Reproduktion meinte, ist Folgendes. Marx ging im zweiten Band aus Krankheitsgründen fälschlicherweise davon aus, dass die Überproduktion immer im Produktionsmittelsektor stattfindet. Luxemburg wies richtigerweise dagegen nach, dass die Überproduktion in normalen Zeiten immer im Konsumsektor stattfindet. Nur wenn die Investitionen C mehr fallen als die Löhne V, dann fällt die Überproduktion natürlich im Produktionssektor an. Der Unterschied zwischen der Überproduktion im Konsum- und Produktionsmittelsektor ist der, dass die Überproduktion im Konsumsektor auf den Produktionssektor übertragen werden kann. Die Lebensmittel kann man auch in der Werkskantine gebrauchen. Aber umgekehrt geht das nicht mehr. Was kann die Frau Meier mit einer Stanze schon in der Küche anfangen? 7.6.1919. Brandaktuell. Deutsche Industrieproduktion spürbar rückläufig. Die Investitionsgüter sind um 3,3% gefallen, heißt es in dem Artikel. Link 7. Diesen Mangel an Investitionen gab es in Deutschland schon 2008. Aber damit dieser Mangel auch für die Überproduktion relevant wird, muss der Mangel an Investitionen weltweit sein. Chinas Industrieindex signalisiert Abschwung. 31.03.1919. Link 8. Also der Point of No Return nähert sich. Wenn ein Arbeitsplatz im Produktionsmittelsektor verloren geht, gehen 7 bis 9 Arbeitsplätze im Konsumsektor dazu verloren. Deshalb ist der Crash von 2008 bis 2009 umso viel stärker als die Crashs im 20. Jahrhundert. Und 2019-20 wird er auch viel stärker. Also die Nichtübertragbarkeit und das Mitreißen des Konsumsektors führen zu dem tiefen Fall. Die Verbindlichkeiten der Zentralbanken sind schon 5-mal höher als 2008 und die Verschuldung ist doppelt so hoch. Die Profitrate ist noch tiefer. Im Durchschnitt in der Produktion auf 1% gefallen. So geben schon viele Marktbeobachter
mit der Tiefe des Krechts unbewusst luxemburgisch. Albert Edwards, Marktstratege, der Société-General, eine der größten Banken Frankreichs, sagt, Krech von 80% würde nicht überraschen. 11. Juni 2019. Denk 9. Zentralbanken bereiten die Öffentlichkeit auf schwere Zeiten vor. 28.03.2019. Link 10. Von Gayetz. We are now in the final seconds of the global mega bubble. 14.03.2019. Link 11. Weig und Friedrich. Helikoptergeld ist letztes Mittel, um Krise hinauszuzögern. 3.3.2019. Link 12. Ernst Wolf. Das System fährt gegen die Wand. Link 13. Experte warnt. Finanzsystem führt uns mit großer Wahrscheinlichkeit in Katastrophe. 11. November 2017. Link 14. Es kommen grausame Zeiten. TV-Kanal in den Vereinigten Staaten meldet Ende der Welt. 22.09.2017. Link 15. Jim Rogers. Der nächste Crash wird der größte, den ich je erlebt habe. 12.06.2017. Und Jim Rogers hatte schon den 1929er Crash erlebt. Link 16. Interview mit Marc Friedrich und Matthias Weig. Die nächste Krise wird 2008 wie ein Kindergeburtstag aussehen lassen. 27.05.2017. Link 17. Bakasi on the end of Western civilization. 5.05.2017. Link 18. Die meisten der Marktbeobachter haben auch 2008 den 5%-Crash richtig vorausgesagt, da die Profitrate im Durchschnitt in der Produktion nur noch bei 1% steht, wird das System nur durch das Helikoptergeld aufrechterhalten. Der Unterschied zwischen den Marktbeobachtern und uns ist nur, dass die Marktbeobachter alle denken, dass es wieder von vorne losgeht. Dann nur ein lieber Kapitalismus ohne Krieg und ohne Geiz und so. Wir Marxisten aber wissen, weil die durchschnittliche Profitrate in der Produktion bei 1% steht, ist der Kapitalismus fertig. Denn auch wenn sie sich gegen ihr Ende so wehren sollten, die letzte Schlacht werden wir gewinnen. Und es werden diesmal keine niedlichen minus 5%, sondern minus 30, minus 40, minus 50 bis zu minus 80%. So, dass sich kein Land mehr davon erholen wird können. Rosa Luxemburg wird mit voller Brutalität Recht bekommen. Das hat sie vor 106 Jahren geschrieben. Und die Alternative zu dem morschen Kapitalismus ist auch schon aufgebaut. Die Rosa Luxemburg kommt diesmal aus Argentinien. Miriam Bregmann, Denk 19 und die PDS.
Die PTS hat schon halb so viele Mitglieder und Kontakte wie die 80.000 Köpfe zählen Bolschewikis im Februar 1917 in dem riesengroßen Russland. Wir stehen schon mit einem halben Bein in der Zukunft.